Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Marco Schlaut. Ich hab's jetzt auch mal mir gegönnt, mal jetzt hier in den Fandomeo Freizeitpark zu gehen, hier in Dortmund. Ihr seht, der Banner hier. Wir sind in Dortmund in dem Pop-Up Freizeitpark Fandomeo. Und ich starte jetzt mit diesem Video einen Rundgang in den Freizeitpark, der hier vor der Westfalenhalle und am Stadion zu finden ist, an der B1. Ich muss natürlich wieder aufpassen, wie auch im Europapark damals, dass ich keine Leute mitfilme. Hier sieht man ein historisches Karussell. Im Hintergrund sieht man nämlich Spielautomaten. Muss ich einmal kurz die Kamera wegschwenken hier. Da ist der Eingang neben der Westfalenhalle. Und dann kommen hier auch schon die ersten Buden. Wir machen jetzt quasi mit diesem Video einen kleinen Rundgang. Ob es Onrides geben wird, weiß ich noch nicht. Ist einfach aufgebaut wie eine Kirmes, aber mit mehr Thematisierung. Durch die Videos, die ich dann von Fandomeo angeschaut habe, hat mich das jetzt halt fast mich jetzt selbst dazu gebracht, einfach mal hier in den Freizeitpark zu gehen. Ist auf jeden Fall nicht toll, einen Freizeitpark mal in Dortmund zu haben. Auch wenn das jetzt einfach quasi ein Aufbau, ein Pop-Up-Freizeitpark ist. Ich habe jetzt gerade noch die Maske aufgehabt, die muss man nur aufhaben, wenn man in eine Attraktion geht, wenn man unter freiem Himmel ist, nicht. Deswegen habe ich jetzt die Maske auch abgenommen. Hier ist auch eine Losbude. Im Hintergrund wieder die Westfalenhalle 1. Dort war ich letztes Jahr auch beim Kelly-Konzert in dieser Westfalenhalle. Und sie werden das Runde in das Runde schießen. Und dort befindet sich die Konga. Die große Schaukel Konga. Die steht da. Die würde man wahrscheinlich so oft jetzt in Dortmund auch nicht zu sehen bekommen. Um halt hier Essen zu kaufen, muss man an diesen Automaten dieser Fandomeo-Taler kaufen. Da wirft man halt, da steckt man in den Automat Geld rein und dann kriegt man einen Taler und damit kann man bezahlen an den Losbuden und Essensständen, die hier im Freizeitpark stehen. Hier ist der Parkplan. So sieht der aus. Also so sieht auch der Park aus. So ist der Park halt aufgebaut, so wie man das jetzt hier auf diesem Parkplan sieht. Hier diese Gastronomiebetriebe, da braucht man halt Taler für, um halt dort dementsprechend Sachen essen zu können oder auch kaufen zu können. Souvenirs zum Beispiel auch. Wir laufen jetzt einmal querfeld über den Platz, weil da gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Dieses Karussell hier steht normalerweise meistens immer in der Innenstadt. Und dort sieht man auch jetzt den Wellenflieger. Ich hatte immer ein bisschen aufpassen, dass keine Person mit ins Video filme. Das Karussell steht meistens in meiner Innenstadt in Dortmund, aber dieses Mal nicht. Dieses Truckstop. Schocker, die Geisterbahn. Als ich davon gehört habe, dass hier auch vor der Westfalenhalle einen Freizeitpark öffnet, hat mich das total gefeiert. Als ich dann aus dem Pfingsturlaub wieder kam,
hat man schon die ersten Aufbauarbeiten schon gesehen können, weil wir von der B1 halt rausgekommen sind. Hier stehen wieder einige weitere Buden für das leibliche Wohl. Und das, was ihr jetzt eventuellerweise im Hintergrund so summen hört, ist halt dieser Apollo 13. Die dreht dann hier seine Runden. Was mich natürlich auch dazu gebracht hat, jetzt auch hier ich selber in den Freizeitpark zu gehen. Da dreht die Wilde Maus XXL ihre Runden, die extra aus Hamburg angereist ist. Werde ich auch gleich mal mitfahren. Im Hintergrund sieht man schon das Riesenrad. Dieses Riesenrad steht immer jedes Jahr, wenn zu Silvester immer in Berlin, an der Siegessäule. Genau dieses Riesenrad ist das. Es handelt sich dabei um dieses Riesenrad. Ich werde wahrscheinlich auch gleich mal ein On-Ride-Video auch auf diesem Riesenrad auch drehen. Was natürlich auch sehr gut ist, man hat überall auch Parkbänke oder diese Bierbänke aufgestellt. Da sieht man noch den Disco-Jet oder auch Musik-Express genannt, der dann natürlich hinten keine Rückwand hat. Ja, ich muss einmal einen Moment warten, da laufen gerade Menschen durch die Gegend. Man muss halt hier auf die Hygiene. Hier steht sogar noch ein Aufsteller von der Technischen Universität, die halt die Studenten, die ihre Prüfung schreiben müssen noch. Ihre Abschlussprüfung oder Abschlussarbeit, keine Ahnung, wie sich das nennt. Hier kann man auch wieder was gewinnen. Hau den Lukas. Mit Bauzäunen ist natürlich dieser Park halt auch abgesperrt, damit nicht einfach irgendwelche Leute so auf das Parkgelände kommen. Wir machen aber erstmal einen Abstecher, dann gehen wir ein bisschen schneller. Kommt nämlich gleich, wo wir jetzt gleich hinkommen werden, ein weiteres Highlight. Was man wahrscheinlich in der Art auch noch nie in Dortmund gesehen hat. Steht man meistens mal, aber was es ist, werdet ihr dann schon gleich sehen. Hier sind Kinderautoscooter. Ich glaube, die lassen immer pro Tag immer 5000 Leute rein, so wie ich weiß. Das ist mein absolutes Favoritfahrgeschäft hier, der 1001 Nacht oder früher Fliegender Teppich. Werde ich auf jeden Fall auch vielleicht versuchen, on-ride zu drehen, wenn es erlaubt ist. Muss ich aber erstmal gucken. 1001 Nacht. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Bierstand. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen warten, dass man jetzt ein bisschen leere Fläche hat.
Highlight seht ihr jetzt hier, der Hangover, der Freefall Tower. Hat man wahrscheinlich auch noch nie in Dortmund einmal zu Gast gesehen. Jetzt drehen wir uns mal um. Auch natürlich hat man ein bisschen Thematisierung hier mit reingebracht. Man hat hier auch Palmen aufgestellt, dass das hier nicht einfach aussieht wie so ein Kirmesplatz. Soll ja immer noch ein Freizeitpark sein. Vielleicht kann man ja mal sehen, wie die Gondel gleich hochfährt und dann auch im freien Fall runtergelassen ist bei dem Hangover. Sogar eine Zuschauerterrasse hier. Kannst hier sogar dich da oben hinstellen und gucken. Auch nicht schlecht. Wenn man richtig da dran geht, dann kann man richtig sehen, wie hoch der Tower ist. Ein Testsitz natürlich darf auch nicht fehlen. Für Leute, die dann halt getestet werden müssen, ob die da für die Fahrt geeignet sind. Normalerweise ist ja hier die Kasse, aber die ist ja jetzt nur zu Dekorationszwecken, steht die jetzt nur da. Dass das halt nicht so unkomplett aussieht, ist dann die Warteschlange für den Hangover. Und hier ist die Rutsche, die meistens auch mal auf der Krangerkirche steht. Aber dieses Jahr fällt die ja natürlich flach. Hier sieht man den 1001 Nacht mal in Aktion. Werde ich auf jeden Fall gleich auch mit einer Runde drehen. Aber erstmal gucke ich mir halt den Freizeitpark an, um halt euch auch dieses Video zu liefern. Letztes Jahr habe ich ja auch Europa-Park-Videos gemacht. Da habe ich mir gedacht, ich mache auch mal Videos über diesen Pop-Up-Freizeitpark Pandomio. Landet das Geschäft wieder. Immer schön auf Abstand halten. Normalerweise sind das ja die Parkplätze. Da haben, glaube ich, auch die Besucher der Kellys dann auch parken dürfen letztes Jahr. Ja, meistens werden manche Leute das jetzt nicht gerne hören, dass diesen Namen Bandnamen gehen jetzt mal hinter dem Autoscooter für Kinder vorbei. Carrera Dennis heißt das gute Ding. Auch natürlich ohne Rückwand. Das ist das. Die Filmmusik von Pandomio. Hört euch das mal kurz an. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht dafür Probleme. Ich bin ja an erster Stelle da, um halt hier auch mal ein bisschen den Freizeitpark zu zeigen. Deswegen quatsche ich halt zwischendurch auch mal rein. Ich glaube, das wird jedes Fahrgeschäft spielen, glaube ich, zwischendurch mal.
Aber gehen wir mal weiter. Hier ist der Neubau vom Messezentrum der Westfalenhalle. Wurde letztes Jahr auch fertiggestellt oder vorletztes Jahr. Hat man hier die komplette Halle neu gebaut. Es sind sogar auf dem Boden auch schon diese Linien aufgeklebt für den Abstand. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch ein Ende hat mit diesem Abstand halten, Masken aufsetzen. Das ist ja nicht mehr feiern. Schön ist das. Da ist die Fiesbischeibe, die dreht sich gerade ihre Runden da hinten im Hintergrund, falls man das jetzt sieht. Mal den Phantomio Freizeitpark mal aus einer anderen Perspektive. Dummerweise stört natürlich jetzt diese weißen Zäune jetzt hier, diese Bauzäune, die mit so weißer Plane bedeckt sind. Hier wird natürlich auch auf Video überwacht. Ganz, ganz wichtig. Damit ja auch nichts passiert. Solange es nicht bei mir in meine Wohnung eine Kamera reinstelle, ist das mir egal. Oh, die spielen alle jetzt irgendwie auf alle Fahrgeschäfte, die jetzt hier sind, die gleichen Musiktitel. Werde ich jetzt gleich auf jeden Fall eine Runde mit drehen und vielleicht versuchen, on-ride zu fahren. Drehen. Auch ein in Dortmund bekanntes Kettenkarussell, nämlich der Schwanenflieger. Der steht auch meistens immer auf allen Dortmunder Kirmessen. Dann kann man ihn nämlich meistens immer finden. Und hier sind wir ein paar Essensstände, hier kann man sich was fürs leibliche Wohl holen. Und jetzt gehen wir per Durchgang jetzt mal zu dem anderen Teil des Parks rüber. Natürlich Einbahnstraßensystem hat man hier eingerichtet. Warte ich mal ein bisschen, bis die gemütlichen Leute da abgezogen sind. Wenn ich nämlich das Video jetzt pausiere, dann würde das nämlich als neues Video gestartet werden. Kann jetzt etwas langweilig jetzt momentan nicht sein, aber das wird gleich sich ändern. Es erwarten uns nämlich noch dort auch im hinteren Teil des Parks nämlich einige Highlights, die werde ich euch natürlich nicht entgehen lassen, die euch mal zu zeigen. Hier sieht man noch auch eine Messehalle der Westfalenhalle. Vor allem Messehalle an der Westfalenhalle. Hier sieht man das auch ein Teil des Messezentrums der Westfalenhalle, besser so gesagt. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch eine Sanitätsstation. Das darf auch nicht in einem Pop-up-Freizeitpark fehlen. Halt hier der Durchgang. Der bringt uns jetzt zu einem anderen Teil des Parks. Was natürlich sehr schön gemacht wurde, die Einbahnwege wurden alle durch solche Palmen abgetrennt. Man hört schon so richtiges bassiges Geräusch oder bassigen, so richtige Bässe. Manche können sich das vielleicht schon vorstellen, wo das jetzt herkommt.
ein paar Personen. Hier ist der zweite Teil des Parks, neben dem Stadion. Die Highlights gucken wir uns dann gleich an. Wir machen jetzt eine Runde jetzt hier quasi an diese thematisierten skandinavischen Fischerhäuschen vorbei. Erinnert ein bisschen auch ein wenig an den skandinavischen Themenbereich in Europa-Park ein bisschen. Aber das skandinavische Thema hat man auch jetzt hier ein bisschen in die Verkaufsstände reingepackt. Auch hier findet man wieder ein paar Highlights, nämlich der Breakdancer. Nicht der Dortmunder Breakdancer, sondern aus einer anderen. Das ist ein anderer Schausteller. Der hat hier seinen Breakdancer aufgebaut. Werde ich auf jeden Fall gleich auch mal eine Runde mitfahren, sobald ich hier diesen Rundgang beendet habe. Der lässt das Ding mal einfach mal leer drehen. Aus Langeweile wahrscheinlich. Das ist ja mal nicht schlecht, dann sieht man das mal. Herrlich, dieses Geräusch. Leider diesmal ohne Fahrgäste, aber egal. Jeder Breakdancer-Fan, der wird sich jetzt darüber freuen. Gerade schon alleine wegen des Geräusches des Motors, der so richtig schön laut ist. So muss das auch beim Breakdancer sein. Poseidon, die Wildwasserbahn. Ob ich damit heute noch eine Runde fahren werde, ist erstmal noch eine Frage. Ein bisschen noch bis zu cool, sag ich mal. Da fahre ich mal am Nachmittag damit. Aber ohne Kamera. Diese Verkaufsbude hier hat ein Highlight. Hat Nebel- und Feuerspiele sogar installiert. Wer das mal sehen möchte, der guckt sich dann mal das Video von, glaube ich, Kirmes Markus heißt der Kanal. Hier ist die Attraktion Krumm und Schief. Krumm und Schiefbau ist eine Laufattraktion. Richtig so baustellenmäßig auch ausgethematisiert, so richtig nach Baustelle. Das ist die Coco Beach. Das nächste Highlight steht jetzt hier, nämlich der Voodoo Jumper. Jede zweite Gondel ist unten, wie man sieht.
zweite Gondel. Normalerweise sind ja die Gondeln ja alle beide, sind ja die zwei, ist der Abstand zwischen zwei Gondeln ja eigentlich groß. Bei den Highlights halte ich natürlich etwas länger mal die Kamera drauf. Die nach meiner Meinung nach halt Highlights sind. Dass man ein wenig Off-Ride-Video-Feeling hat. Ich glaube, das wird auch, glaube ich, so gehandhabt hier. Jede zweite Gondel wird immer freigelassen, die bleibt dann auch immer unten. Man muss dann halt in jeder Attraktion halt Masken tragen. So, mit dem Bild des Playballs beende ich jetzt die Aufnahme meines Rundganges. Das war jetzt mein fast halbstündlicher Rundgang über diesen Phantomio Freizeitpark. Und hier nochmal einmal ein Panorama über den zweiten Teil des Parks. Da hinten im Hintergrund soll noch der Breakdancer. An dieser Stelle beende ich jetzt mein Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Vielleicht auch wieder hier aus dem Phantomio Freizeitpark. Bis dahin sage ich erstmal, ciao, bis zum nächsten Mal.